Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 Frankreich Projekt. In der letzten Folge waren wir noch bis tief in die Nacht beschäftigt mit unserer Körnermaisernte. Heute geht's weiter. Ihr seht, ich war schon fleißig am frühen Morgen, hab jetzt schon so ein, zwei Stunden hier gemulcht und auf den letzten Bahnen dachte ich mir, nehme ich euch nochmal schnell mit. Es kann sein, dass wir das zwischendurch ein bisschen unterbrechen müssen, denn unser Tank ist fast leer. Man könnte jetzt tanken fahren, aber ich würde sagen, wir riskieren es mal und gucken einfach mal, was passiert. Und wenn es rot blinkt, dann heißt es ab zum Hof, einmal auftanken. Vielleicht klappt es noch, vielleicht klappt es nicht. Wir werden es gleich sehen. So, dann werden wir, sobald das erledigt ist, einmal schnell den Mulcher anschalten. Zack. So, habe ich aus Versehen erst angehoben. Und dann werden wir, sobald das Mulchen erledigt ist, werden wir einmal schnell zum Shop fahren. Dann wird der Johnny repariert. Ihr wisst, das wollte ich eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt machen. Aber dann ist mir hier alles zu lahmarschig und irgendwie sieht es auch nicht schön aus. Und ihr seht, das ist so tief im roten Bereich. Das muss jetzt alles repariert werden. Das muss jetzt alles gewartet werden. Denn ich habe noch viel zu tun hier auf unserem Hof im Herbst bzw. im nahenden Winter. Und deswegen mache ich das jetzt, glaube ich, doch noch vor dem Winter und werde den nochmal richtig reparieren. Und je nachdem, wie teuer das ist, vielleicht werde ich dem Johnny hier auch eine neue Lackierung verpassen. Der sieht nämlich von außen, man sieht es jetzt nicht ganz so gut, aber so ein bisschen sieht man es, ne? Er ist halt auch ein bisschen dreckig und jetzt hier im Staub vom Mulchen irgendwie sieht man es auch nicht ganz so gut, aber der ist irgendwie, der Lack ist schon so ein bisschen ab, möchte ich mal sagen, ne? Also die besten Tage hat er hinter sich optisch. Und weil der noch einige Zeit auf unserem Hof bleiben muss, also ich möchte ja später noch einen anderen kaufen. Gucken, dass ich hier gut in die Bahn komme und dann Attacke Abfahrt. Weil er die besten Tage hinter sich hat und noch ein bisschen auf unserem Hof bleiben muss, würde ich sagen, gönnen wir dem nochmal eine neue Lackierung. Allzu teuer dürfte es eigentlich nicht sein, aber das müssen wir nachher mal schauen. Dann werden wir kalken müssen, nicht auf diesem Feld, also hier werden wir vielleicht nochmal so ein bisschen punktuell drüber fahren. Aber hier kommt es eigentlich nicht drauf an, sondern auf dem anderen Maisfeld, das wir uns noch gekauft haben. Und sobald das erledigt ist, müssen wir mit dem Pflug durchstarten. Wenn es nach mir ginge, würden wir auf die Direktsaat setzen. Aber das Spiel sagt, es muss mal wieder gepflügt werden. Also werden wir pflügen und ist vielleicht hin und wieder auch mal ganz schön, damit wir mal was anderes haben. Ich glaube, das letzte Mal habe ich auch schon mit Direktsaat gearbeitet, ne? Ja, gut, jetzt geht's los. Freunde, Attacke! Mal gucken, ob er liegen bleibt. Oh ja, jetzt wird es hier ein bisschen eng. Ja, ich würde sagen, wir machen den Kram hier mal hoch. Machen alles aus. Klappen das alles ein. Und dann fahren wir schnell zum Hof und tanken einmal kurz auf. Es war eine Zeitfrage, aber ich dachte, wir schaffen es vielleicht noch. Aber, ne? Eine Lehrerin von mir hat früher immer gesagt, vom Denken sterben die Hühner. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat mit diesem Spruch, aber muss ich immer dran denken, wenn ich sage, dass ich etwas gedacht habe und es sich dann als falsch herausstellt. So, ich habe mir aber nicht nur Gedanken über das Projekt und den Fortgang dieses Projekts gemacht, sondern ich habe erstens ein großes Problem, also ein viel, viel größeres Problem noch als das Biogasanlagenproblem. Und ich habe mir eure Kommentare durchgelesen und zu beiden muss ich ein bisschen was erzählen. Und ich muss mal kurz checken, ob ich vielleicht auch nochmal das Gewicht wechseln sollte. Steht 650 Kilo und was ist das hier? Ich glaube, es ist ein bisschen kleiner, ne? Sehe ich nicht auf den ersten Blick, was das für eine... Ich glaube, das kommt mir ein bisschen kleiner vor. Dann lassen wir das mal, weil das ist eigentlich ein bisschen zu klein für unseren Mulcher. Wir bräuchten eigentlich ein bisschen... Es müssten 100, 200 Kilo mehr sein ungefähr. Aber ist jetzt auch egal, so wichtig ist es nicht. So, dann einmal voll machen den Lachs, bitte. So. Perfekt. Gut, während wir hier voll tanken, werde ich euch erstmal schnell erzählen, was ich für ein riesiges Problem habe. Ich habe euch ja vor ein oder zwei Folgen erzählt, dass ich keine Baumwollballen abladen kann. Das war kurz nach dem Patch der Fall und ich dachte, es sei ein Problem, was jetzt mit dem Patch dazugekommen sei, dass ich eben in dieser Mission keine Ballen abladen kann. Habe mich da schon ein bisschen drüber aufgeregt. Jetzt habe ich festgestellt, seit dem Patch kann ich nicht nur Baumwollenballen nicht mehr abladen, sondern ich kann auf diesem Safe Game hier generell keine Ballen mehr abladen. Ich habe es auch schon auf anderen Safe Games ausprobiert, da funktioniert es noch. Das heißt, es hat irgendwas mit einer Modifikation zu tun. Aber ich habe absolut keine Ahnung, mit welcher Modifikation das zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Ich habe die Lok geprüft, hat nichts ergeben.
nichts Brauchbares. Dann habe ich ganz viele Mods deaktiviert, habe das so ein bisschen versucht durch Testen rauszubekommen, habe nichts herausgefunden. Ich weiß es nicht. Woran liegt es? Woran könnte es liegen? Keine Ahnung. Wenn ihr da irgendwas wisst, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bei meinem Kollegen Werner war es zum Beispiel so, dass da irgendwie SimpleIC wohl für verantwortlich war. Ich habe auch die Mods natürlich alle geupdatet, wo es jetzt ein Update für gab, nach dem Update fürs Spiel. Aber ja, es ist irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil dadurch kann ich auch keine Ballen in die Biogasanlage schmeißen und so. Das ist alles ein bisschen nervig. Also, wenn ihr wisst, woran das liegen könnte, schreibt mir das unbedingt bitte in die Kommentare. Dann werde ich natürlich die entsprechenden Mods deaktivieren oder da irgendwelche Updates ziehen oder was auch immer. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da machen kann. Ich habe da viel rumprobiert, erfolglos. So, das aber erstmal zum Problem. Und dann habe ich mir eure Kommentare durchgelesen und ich denke mir manchmal, ihr seid ein bisschen zu gut zu mir. Denn ihr habt alle geschrieben, Ansgar, das war jetzt in dem Sinne nicht dein Fehler, dass du da jetzt das falsche Blockheizkraftwerk gekauft hast. Schön in die Spur hier reinfahren, ne? So, Attacke, los geht das. Ja, das war in dem Sinne nicht dein Fehler, dass du in die Spur reingefahren bist. Schreibt dir das Geld doch, verkauft das alte Blockheizkraftwerk, schreibt dir das Geld dann wieder gut, diese 160.000, die man durch den Verkauf dann verloren hätte, und kauft dir das mittlere Blockheizkraftwerk. Das hätte ja finanziell sogar noch funktioniert, aber doch, das war schon so ein bisschen mein Fehler. Ich hätte es wissen müssen, habe ich nicht gewusst. Jetzt müssen wir es zusammen ausbaden und es ist ja vielleicht auch ganz witzig, wenn man Fehler macht, dann muss man dafür auch gerade stehen und es ist ja vielleicht auch ganz witzig, wenn wir hier ein bisschen in finanzielle Bedrängnis geraten und im Winter dann eben das zweite Blockheizkraftwerk kaufen müssen. Ich mache das manchmal, wenn ich wirklich komplett unverschuldet in eine Lage komme, dass man sich dann irgendwie Geld gut schreibt, wie damals bei der Mission, die ich einfach nicht abschließen konnte, ne? Erinnert ihr euch? Zack. Da konnte ich ja wirklich nichts für. Da habe ich mir dann das Geld gut geschrieben und die Mission dann einfach abgebrochen. Aber in diesem Fall hätte ich das vielleicht irgendwo wissen können. Habe ich nicht gewusst. Jetzt muss ich dafür gerade stehen. Weil wenn man sich dann bei... Wenn wir damit anfangen, dann wird das irgendwann so eine Spirale, ne? Also dann denkt man sich irgendwann, oh ja, jetzt ist hier irgendwie... Den Tank kann ich jetzt in dem Sinne nicht bezahlen, aber... wusste ich nicht, dass da so eine Rechnung auf mich zukommt, dann schreibe ich mir das Geld einfach gut und so. Dann wird das irgendwann so ein schleichender Prozess, wo man sich alles immer gut schreibt. Das wollen wir nicht. Deswegen muss ich das jetzt ausbaden und werde im Laufe des Winters dann hoffentlich genug Geld zusammen haben, um unsere Biogasanlage richtig ans Laufen zu bekommen. Was man allerdings schon sieht, ist, die Biogasanlage verdient Geld. Und das nicht zu knapp. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen verkauft, aber die Biogasanlage ist schon für den Großteil des Geldes verantwortlich. Und ich glaube, das kann über den Winter wirklich was Gutes werden. Freue ich mich drauf. Gut. So, letzte Bahn. Und dann sind wir fertig mit dem Mulchen. Und können unser Gerät... Hier muss ich allerdings noch mal ein bisschen anders drüber fahren. Mal ein bisschen so in die Bahn reinfahren. So. Und dann fahren wir mal hier lang. So. Haben wir da jetzt alles mitgenommen? Ich hoffe schon. So, gut, dann haben wir das nämlich auch geschafft. Gibt zwar nur einen kleinen Ertragsbonus von, ich meine, 3%, wenn ich mich nicht täusche, ne? Aber wird halt beim Mais meistens so gemacht, wegen des Maiszünslers, wie ich gelernt habe. Und deswegen machen wir das hier beim Mais zumindest ebenfalls. Danach, wie gesagt, zum Shop, dann kalken und dann kommt der Pflug aufs Feld. Und das wird, glaube ich, nochmal eine ziemlich langwierige Aktion. Das werde ich nicht alles in der Folge machen. Aber das muss eben gemacht werden. So, und was danach noch passieren wird, ist, ich muss auf jeden Fall im November noch drillen. Da werde ich dann, wie gesagt, Gras drillen, weil sonst kommt nichts mehr in Frage. Dann muss ich im November noch Rüben ernten. Auch das muss noch gemacht werden. Und, als sei das nicht schon genug, muss ich auch noch Oliven ernten. Auch das muss noch im November passieren. Das heißt, sowohl der 1. als auch der 2. Novembertag dürften relativ voll werden. Und, wenn noch ein bisschen Zeit ist, würde ich gerne auch noch ein, zwei Missionen machen. Aber müssen wir mal gucken, ob dafür noch Zeit ist.
Im Dezember wird es dann ruhig, da ist nichts mehr zu tun auf unserem Hof. Januar ebenfalls, da werde ich dann vielleicht mal so eine kleine Winterschneefolge machen oder so. Februar wird auch wenig zu tun sein und im März geht es dann weiter. Und da kann ich euch schon sagen, da passiert ein bisschen was Witziges. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespult, um hier so ein bisschen anzuschauen, wohin sich der Hof entwickeln wird. Da passiert was, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, würde ich mal sagen. Aber möchte ich jetzt auch noch nicht spoilern, zeige ich euch dann. Ja, naja, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich glaube, ich habe es auch in der letzten Folge einmal kurz erwähnt, oder? Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht mehr. Gut, Dan Mantau. Da machen wir einmal schnell den Rückwärtsgang rein, werden unser Gerät hier sauber machen. Und dann können wir es auch direkt abkoppeln. Zack. Tür wieder zu. Sonst wird das alles nass hier drin. Das wollen wir nicht. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich meine, eigentlich geht der Lack noch. Aber wenn man näher rangeht, ne, seht ihr. Naja, so richtig schön ist es nicht mehr. Und das wird ja natürlich jetzt auch mit jeder Arbeitsstunde nicht besser. Deswegen gucken wir gleich mal, was das kostet. Und wenn das so 2.000, 3.000 Euro kostet, dann würde ich mir das mal leisten. Wenn das mehr kostet, 4.000, 5.000 Euro würde ich es mir zumindest mal überlegen. Und wenn das super viel kostet, also so irgendwie 10.000 Euro oder sowas, dann lassen wir es natürlich bleiben. So, ich glaube, das Ding ist wieder sauber. Dann geht das weiter. So, ich habe mir auch noch zwei Kommentare habe ich mir hier sogar noch rausgeschrieben. Ach, Quatsch. Was war denn hier? Motor ausgemacht. Zwei Kommentare habe ich mir noch rausgeschrieben. Dazu aber gleich mehr. Ich würde sagen, wir tun erstmal den Mulcher rein. Ich glaube, den brauchen wir auch dieses Jahr nicht mehr. Das heißt, der wird erstmal dauerhaft eingelagert. Passt der hier in die... Ja. Wo tun wir den am besten mal hin? Ich glaube, den tun wir am besten da vorne in die Ecke. Denn ich habe die ganze Silage hier rausgeschaufelt und habe die zur Biogasanlage getan. Hier waren ja noch so Restbestände. Die habe ich jetzt hier mal mit dem Klar Skorpion weggefahren. Und habe damit ein bisschen Platz geschaffen. Gut, dann steigen wir einmal schnell aus und machen das alles ab hier. Und dann geht's auf zum Fahrzeughandel. Gewicht kann ich, glaube ich, dran lassen, ne? Oder? Ja, gut. Kalk habe ich, glaube ich, auch noch da. Also ich meine, ich habe hier schon ein bisschen was eingeräumt, ne? Ich glaube, Saatgut hatte ich hier vor allen Dingen eingeräumt. Aber Kalk habe ich noch beim Shop stehen. Das könnte ich dann also auch auftanken. Ansonsten passt das, glaube ich, alles hier. Und ich kann guten Gewissens zum Shop fahren. Perfekt. Der Donner 123 hat geschrieben. Also ich würde sagen, dein Berater von der Biogasanlagenfirma hat sich verrechnet. Du fährst nach Oberon zum Anwalt und klärst das mit ihm zusammen. Ihr einigt euch außergerichtlich darauf, dass das Blockheizkraftwerk wieder abgebaut wird. Und du den vollen Preis zurückerhältst und dann das Größere kaufst. Zufällig wohnen nämlich der Anwalt und der zuständige Richter auch in Oberon und sind ans Nahwärmenetz deiner Biogasanlage angeschlossen. Dadurch waren sie sehr motiviert, das für dich zu regeln. Ja, kreative Story. Finde ich grundsätzlich auch gut. Aber wie gesagt, das machen wir nicht. Und dann habe ich in der letzten Folge noch gesagt, wie so Drescher überholt werden, ne? Das habe ich ja damals gesehen und da hat mir der Ruben geschrieben, Ansgar, ich habe in der Folge gesagt, es ist komplett egal, also als Drescherfahrer ist einem das komplett egal, wie man da überholt wird, aber für den Verkehr, also für die Überholenden und für den Gegenverkehr ist das natürlich nicht so toll, wenn da so komische abenteuerliche Manöver gemacht werden. Und da hat der Ruben geschrieben, Ansgar, es ist alles andere als egal, dem Drescherfahrer, wie man überholt wird. Da gibt es wohl die abenteuerlichsten Manöver und ganz beliebt ist wohl, wenn man dann von der Straße in den Feldweg fährt, dann schert man ein bisschen nach links aus, setzt den Blinker aber schon rechts, weil man dann rechts in den Feldweg rein will. Und das missverstehen dann wohl einige
und denken, das ist der Freifahrtschein, um rechts zu überholen. Kannst du nicht ausdenken. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Aber was ich jetzt meinte, war natürlich in meiner Situation, die ich da erlebt habe. Und da war es dem Cord tatsächlich total egal, wie er da überholt wird. Hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht. War halt nur lustig anzusehen. So, ihr seht es hier, ich habe hier die Presse- und Ladeschaufel zum Shop gebracht, damit wir die schon verkaufen können. Die habe ich ja mal gekauft für den Hof, habe dann allerdings festgestellt, die ist eigentlich ein bisschen zu groß. Also ich habe sie mir gekauft, um eine große Schaufel zu haben, habe dann festgestellt, sie ist zu groß, habe dann das Gegengewicht noch gekauft. Das hat sich als eine nicht so ganz gute Kombination herausgestellt. Long story short, wir verkaufen sie wieder und haben ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Der John Deere muss für 11.920 repariert werden hier. Das ist natürlich eine Frechheit. Und die Lackierung würde 26.490 Euro kosten. Deswegen habe ich gerade auch ein bisschen gestockt hier beim Geld hier beim Reparieren. 26.000 Euro wollen die dafür haben. Das können sie sich sonst wohin stecken. Das machen wir nicht. Wir werden stattdessen einfach im Shop eine neue Lackierung auswählen, werden das woanders lackieren lassen und werden hier einfach mal gucken, was das kostet. Man kann das ja, glaube ich hier, hier kann man das ja auswählen. Das würde 4.500 Euro kosten, 4.600 Euro, 2.500 Euro. 5.300 Euro, wobei so eine Black Edition schon ganz cool wäre, ne? Das hier fände ich eigentlich auch ganz schick. Wäre mal was anderes. Was soll denn das sein? Saatgut Plausig. Fände ich eigentlich... Hätte mal was, oder? Oder wir machen halt wirklich hier so eine Anthrazit oder... Graphit-Geschichte draus. Ja, ich glaube, das machen wir. Oder machen wir jetzt diese Spezialgrünen? Ne, wir machen das. Das ist noch ein bisschen günstiger und ist vielleicht ein bisschen näher. Ja, das machen wir mal. Okay. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen weniger Geld auf dem Konto, aber ich glaube, das war eine ganz gute Nummer. Das sieht mal wieder nach ein bisschen was Neuem aus. Und so haben wir noch ein bisschen länger auch optisch Spaß an unserem John Deere. Ich würde sagen, wir steigen wieder ein und mieten uns einen Kalkstreuer. Da gibt es ja, meine ich, nur den Bredal, ne? Pah. Da müssen wir es machen. Oder haben wir noch irgendwas anderes hier zum Kalkstreuen? Ah doch, den. Der geht auch. Ja komm, dann nehmen wir den kleinen. Also jetzt unnötig Geld auszugeben. Wir haben keine große Fläche, die wir da bearbeiten müssen. Insofern ist es, glaube ich, nicht so wahnsinnig intelligent, jetzt groß Geld auszugeben. Machen wir den Aufbau machen wir mal ein bisschen größer. Müssen wir nicht so oft fahren. Pflegebereifung brauchen wir auch nicht. Das ist mir auch fast zu teuer. Wir machen das mal so. Ich glaube, so ist die sinnvollste Konfiguration. Ja, das passt wohl. Gut. Da machen wir jetzt zu. Und was ich in den letzten Folgen ja nie gemacht habe, obwohl es ja geht, müssen wir heute mal machen. Ich habe nämlich nie so richtig den Bordcomputer hier genutzt. Ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, aber das ist mir leider immer erst nach den Folgen aufgefallen. Das versuchen wir heute mal ein bisschen zu machen. Zumindest, dass wir uns hier den Füllstand anzeigen lassen. Zack, Zapfwelle dran, Schläuche dran. Dann, oh, das schleift hier das Gewicht. Nehmen wir hier nochmal schnell. So. Den Kalk mit und dann geht es gleich in Richtung Feldfläche. Ich glaube, das, was ich dann jetzt zu viel mitnehme, das lasse ich dann einfach
vom Hof wieder raus. Muss ich nur dran denken. Ihr ahnt nicht, wo ich diese Woche war. Ich glaube, ich habe es auch nicht gepostet. Also, ihr wisst vermutlich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr schon, wo ich war ungefähr oder warum ich da war. Aber bevor ich bei dem Hersteller Pfanzelt war, der jetzt auch neu in der Platinum-Edition, wo es die Tage noch ein Video zu geben wird hier auf dem Kanal, sein wird. Bevor ich da war, war ich am Vortag, das war so ein größeres Event, an dem Schloss Neuschwanstein. Und ich war fast in Österreich. Und wirklich eine herrliche Gegend. Also wir dachten, wir fahren in eine Urlaubsregion. Ja, vermutlich ist das auch eine Urlaubsregion. Wir waren da tatsächlich, wir haben da so eine kleine Wanderung in Richtung Schloss Neuschwanstein gemacht. Haben da so ein bisschen was über Wald und Bäume und Baumpflege und sowas gelernt. War sehr interessant, aber waren mal wieder Gefilde, wo ich noch nie in meinem Leben war. Und ich finde es doch immer wieder spannend, wo man so hinkommt. Und am Folgetag waren wir dann eben bei dem Hersteller Pfanzelt. Der ist in der Nähe von Markt Oberdorf, in der Nähe von Fendt. Aber hat damit nichts zu tun. Also da standen auch ein paar Fans rum, die da modifiziert wurden. Aber das ist eben ein Hersteller von Forstmaschinen. Und dazu wird es ebenfalls noch ein Video geben. Und da bin ich sehr gespannt, wie ihr das so findet. Ich fand, das kann ich schon mal sagen, den PM-Truck, den ich da gefahren bin, sehr, sehr cool. Und durfte damit auch so ein bisschen rumarbeiten und durfte das alles mal so ein bisschen kennenlernen und so. Und es ist was komplett anderes als das, was man sonst so von Schleppern kennt. Also es ist auch ein Schlepper, den kann man auch landwirtschaftlich einsetzen. Aber es ist schon ziemlich anders als jetzt irgendwie so ein Fendt 700 irgendwas oder ein Class Axion oder John Deere 7 oder 8R oder was. Also lasst euch da überraschen, schaut euch das Video an und dann bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Und ich bin auch sehr gespannt, ich habe das nur ganz grob bisher gesehen, wie das im Landwirtschaftssimulator dann umgesetzt wird. Ich glaube, das ist nicht ganz mit allen Vornehmlichkeiten des realen Modells, aber das ist ja bei den meisten Maschinen so. So, jetzt fahren wir an unserem Hof vorbei und dann fahren wir in Richtung... Ich kann halt gar nicht fassen, dass das Ding hier wieder komplett repariert ist. Das ist ja großartig. So, fahren wir hier einmal schnell an unserem Laden vorbei. Und dann geht es rauf auf unser ehemaliges Maisfeld. Ah, hier muss ich auch noch mit dem... Finde ich natürlich nicht so gut. Hier muss ich auch noch mit dem Steinsammler lang. Ja gut, was sein muss, muss sein, ne? Gut, jetzt gucken wir nochmal schnell. Aber ich meine, der pH-Wert sei hier sehr schlecht gewesen. Also ja, das sehen wir schon. Ich glaube 6,5, das ist so das Optimum. Und da müssen wir den Boden jetzt irgendwie drauf bekommen. Die 37, das habe ich leider vergessen, da zu kalken. Muss man, also ich könnte es jetzt auch noch machen, aber ist so eigentlich nicht realistisch. Macht man eben jetzt genau in diesem Stadium, bevor man es dann einarbeitet, bevor man dann drillt. Und hier habe ich den Zeitpunkt so ein bisschen verpasst. Die 33 geht, glaube ich, auch noch. Die 35 geht vermutlich auch noch. Muss ich später nochmal checken, ob ich das noch ein bisschen korrigieren kann oder nicht. Aber hier muss auf jeden Fall gekalkt werden. Insofern würde ich sagen, machen wir alles auf. So. Und dann gucken wir mal, dass wir das Feld hier wieder auf optimale Werte bringen. Mal ein bisschen hier an den Radius gewöhnen. Aber so läuft das doch. Da mache ich jetzt so ein, zwei Vorgewände. Und dann fahre ich hier rein in die Bahn. Ja, das ist gut. Hör mal, erstmals hat er hier den Hof so ein bisschen unter Kontrolle, habe ich das Gefühl, ne? Also, war doch manchmal ein bisschen chaotisch. Aber so langsam gewöhne ich mich hier an Precision Farming und an meine anderen Sachen. Und finanziell sieht es ja auch noch ganz okay aus, ne? Also, das passt schon alles. Wir kommen da irgendwie gut in den Winter und im Winter selbst können wir dann gutes Geld verdienen. Wir haben Silage en masse, also mehr als wir eigentlich brauchen für unsere Biogasanlage und für unsere Tiere. Wir haben Tiere, die wir noch verkaufen können und wir haben noch ganz viele andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also ich glaube, da sehe ich einer rosigen Zukunft entgegen. Sag ich jetzt. Mal gucken, wie es dann wirklich ist. Aber noch rede ich mir das ein. Das Treffen war auch herrlich, weil da waren ganz viele Kollegen, der Werner, der Randy, die Ela, wer war noch dabei? Boxe von BG. Wer war noch dabei? Welche YouTuber?
Ich meine, da sei noch irgendjemand dabei gewesen. Und ich habe mich lang mit Jan unterhalten. Jan von Twitch Farming. Der war auch da vor Ort. Super sympathischer Kerl. Kann wirklich nichts Negatives über den sagen. Hab ihn vorher nie kennengelernt, aber als wir uns so unterhalten haben, wirkt das so, als ob wir uns ewig kennen würden. Wirklich klasse Typ. Ich glaube, wir haben da auch in vielen Dingen eine ähnliche Meinung. Nicht in allem, aber in vielen Sachen. Was es natürlich dann immer noch ein bisschen cooler macht. War wirklich eine herrliche Truppe. So, dann fahren wir noch ein zweites Vorgewende. Und bevor ich da lang fahre, mache ich hier nochmal meinen Ausrutscher ein bisschen hübscher. Das ist ja doch, da ärgert man sich später nur drüber. So, dann. Ah, hier liegt unser optimaler Wert sogar bei 6,75, weil wir hier einen Lehmboden haben. Siehst du mal. Dann fahren wir hier wieder lang. So. Na? Dann geht das weiter. Wird heute, glaube ich, eine etwas längere Folge, aber ist auch gar nicht so schlimm. Und in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen wird es vermutlich relativ viele LS-Videos geben, weil ich habe keine Drehs mehr dieses Jahr. Das bei Pfanzelt war jetzt wirklich das letzte, das muss jetzt noch geschnitten werden. Habe ich noch so ein, zwei andere aufwendige Videos, aber ich habe jetzt in den nächsten Wochen relativ viel Zeit, wieder ein paar LS-Videos zu machen. Und ich hoffe, dass wir, ja, mit dem Frankreich-Projekt, also ich meine, wir haben da noch mehr als genug zu tun, ne? Also von Ende möchte ich jetzt noch gar nicht sprechen. Aber ihr wisst, Hof Bergmann startet dann, wenn das Frankreich-Projekt beendet ist. Alles andere wird keinen Sinn ergeben, weil sich jetzt hier noch irgendwie einem weiteren LS-Projekt zu widmen, glaubt, dass, dann macht man das irgendwie alles nur noch so halb. Das wird, glaube ich, nichts Gutes. Insofern werde ich da lieber noch ein bisschen warten. Aber viele von euch fragen schon immer nach Hof Bergmann und damit muss dann auch irgendwann losgehen. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Ich denke, so 2-3 Ingame-Jahre würde ich hier noch ganz gerne spielen. Und dann haben wir, glaube ich, unseren Hof auf einem Stand. Dann haben wir vermutlich fast alle Tiere. Dann haben wir relativ viele Produktionen. Wir haben relativ viele Feldflächen, haben vielleicht auch noch ein, zwei neue Schlepper. Haben fast alle Maschinen, die wir so brauchen. Natürlich alles im Mittelklasse-Segment, jetzt nicht XXL-Equipment. Aber dann haben wir fast alles geschafft, was man so für unseren Hof schaffen kann. Und ich glaube, dann reicht's auch. Aber bis dahin ist es noch ein langer, weiter Weg. Und ich denke, die 100 Folgen müssen wir noch voll machen. Anders wird's nicht funktionieren. So, die letzte Bahn hier. Und dann können wir in unsere GPS-Bahn starten. Und dann geht das los. Perfekt. Ah, vielleicht hätte ich mir doch eine etwas breitere Streueinheit leisten sollen. Aber nee, ich glaube, eigentlich ist es nicht sinnvoll. Wir gucken mal, dass wir hier so ein bisschen schief fahren, so ungefähr. Das heißt 85, das scheint eine ganz gute Nummer zu sein. 85. 8. 5. So. Dann können wir nämlich hier auch wieder in die Innenperspektive reingehen. Und da vorne habe ich so ein bisschen schief gearbeitet. Dann kann ich das direkt on the fly sozusagen ausgleichen. Perfekt. Übrigens, ich habe in den Kommentaren auch den legendären Kommentator Blue Hybris wieder mal gefunden. Und es ist genauso gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Der hat ja damals schon sich maßlos darüber aufgeregt, dass ich eine Biogasanlage gebaut habe. Kommerz sei das und alles andere sei toll, aber Biogasanlagen mag er offensichtlich nicht. Dementsprechend war ich mir auch sicher, dass da irgendwann ein Kommentar zur neuen Biogasanlage kommen würde. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ah, okay, das passt. Tatsächlich kam der Kommentar in der letzten Folge. Und er hat sich
wieder beklagt und fand das alles nicht so gut. Herrlich. Da habe ich ein bisschen euren Support vermisst. Da dachte ich, dass ein paar einschreiten würden und sagen würden, Ansgar, war es alles richtig. Oder zumindest war keine schlechte Idee. So, aber muss ja auch nicht jeder Freund von sein. Ist halt eine schöne Möglichkeit im Landwirtschaftssimulator, ganz gutes Geld zu verdienen, ne? Deswegen ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Sache gewesen. Und dadurch, dass wir eine feste Einnahmequelle haben in Form der Biogasanlage, können wir uns halt auch mal Dinge leisten, die wir vielleicht nicht finanzieren können oder die sich eigentlich nicht rechnen. Zum Beispiel die Schweine, da habe ich jetzt schon öfter gehört, die lohnen sich schon, damit kann man schon Geld verdienen. Ja, kann man, aber der Aufwand, den man da investiert, im Verhältnis zu dem Ertrag, den man da erzielen kann, das ist schon relativ heftig. Also, das ist eher so ein Hobbyprojekt, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man nur einen Stall hat, da wird man jetzt nicht reich mit, ne? Und so sieht das auch mit anderen Sachen aus. Also man muss sagen, die Kühe geben wirklich gutes Geld. Die Hühner, die lohnen sich auch wirklich. Das kann man nicht verneinen. Aber zum Beispiel unsere Oliven, das ist ja auch ein totales Hobbyprojekt, ne? Und all solche Sachen, mit denen wird man nicht wirklich Geld verdienen. Die kosten aber natürlich Zeit. Und die kosten auch entsprechendes Equipment. Und das Geld dafür kann man sich dann gut durch die Biogasanlage verdienen. Deswegen bin ich nach wie vor Freund davon, stehe zu der Entscheidung und würde das auch nicht rückgängig machen. So, oh, ich glaube, wir müssen nochmal nachtanken, ne? Wir haben doch noch ein bisschen Fläche zu bearbeiten. Und wir müssen hier vermutlich nochmal die Lücken so ein bisschen auffüllen. Oder? Passt das? 16% noch. Jetzt wird das doch hier nochmal ein bisschen spannend. Das könnte gerade passen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich muss auch mal gucken. Also noch sieht die 33 ja gut aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sich ändern wird, wenn wir fertig geerntet haben, unsere Rüben geerntet haben. Könnte auch noch spannend werden. Ja, werden wir sehen. Weiß ich nicht. So. Vorletzte Bahn. Doch, das passt. Das passt gerade so. So. Gut, und letzte Flecken hier. Oh, das ist ja, das macht er nicht zum ersten Mal, hör mal. Das ist ja genau abgezählt hier. Jede Schaufel Kalk, jedes Big Bag Kalk hier ganz genau berechnet für die Feldfläche. Das ist ja wohl mal ganz klar. Aber vermutlich muss ich noch zum anderen Feld rüber. Ich glaube, das mit dem... Ist natürlich jetzt nicht so schön, aber ich glaube, das mit dem Pflügen schaffen wir heute gar nicht mehr, weil wir müssen ja hier noch Steine sammeln und das sollte man... Obwohl, nee, das machen wir nach dem Pflügen. Wir machen es so. Ich schnapp mir jetzt den Pflug. Ich fahre hier gerade nochmal schnell rüber. Weil das natürlich für unseren Boden nicht so doll ist, wenn wir hier nochmal unnötigerweise drüber fahren, aber was soll's. Ne? Oh, das scheint schon... Okay, das scheint nur optisch so zu sein. Dann können wir, glaube ich, unser Feld verlassen. Machen wir einmal schnell aus. Wir machen es so, dass wir den Kalkstreu jetzt nochmal kurz behalten auf dem Hof. Ich muss nochmal kurz checken, ob das auf dem anderen Feld nochmal gebraucht wird. Das mache ich allerdings erst später. Den lassen wir jetzt hier einfach irgendwo stehen, wo er nicht stört. Das ist hier, glaube ich, ganz gut der Fall. Dann machen wir das Ding ab. Zack, zack, zack. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir uns auf den Weg zu unserem Pflug. Wenn ich mich nicht täusche, dann ist der noch da vorne. Ich hoffe, ich habe den nicht verkauft. Aber eigentlich dürfte ich den nicht verkauft haben. Groß ist er nicht. Ne, da ist er noch.
Groß ist er nicht, aber das passt schon. Ist man natürlich ein bisschen unterwegs. So. Und dann hängen wir den hinten dran und werden den auf unserem Feld nutzen. So. Zack. Angehängt. Müssen wir den noch schnell zuklappen. Perfekt. Und da machen wir jetzt zu. Und dann können wir hier eigentlich direkt rausfahren. Ach ja, und hier wurde mir auch oft geschrieben, Ansgar, vergiss nicht deine Gülletrocknung. Die hast du ja auch noch. Damit kannst du gutes Geld verdienen. Hopsala. Gerade frisch aus der Werkstatt und schon die nächste Schule. Manchmal verschätzt man sich so größenmäßig, ne? Komme ich hier nicht rum? Doch. So. Das stimmt, aber das, also ich will das ja nur zum eigenen Bedarf nutzen, ne? Also für, wenn ich mal irgendwie Dünger ausbringen muss Drillen oder wenn ich düngen muss bei Mission oder sowas, dann brauche ich ja immer Dünger und den möchte ich da produzieren. Ich möchte den Dünger aber ganz bewusst ja nicht verkaufen. Das ist ganz wichtig, ne? Weil damit könnte man unglaublich viel Geld verdienen, aber das möchte ich eigentlich nicht machen. So, dann würde ich sagen, machen wir einmal runter den Kram hier. Und dann starten wir. Muss ich noch hier schnell den... Wobei, nee, das mache ich jetzt mal nicht mit GPS. Also, ich mache es mit GPS, aber nicht mit... Mal schnell die Breite ermitteln. Ich mache das nicht mit dem Wobster GPS, weil bei dem Flug finde ich das immer ein bisschen schöner, wenn man das mit VCA macht. So, und ich hoffe jetzt, dass hier nicht alle schreien andersrum. Aber das sieht doch ganz gut aus. So, und wenn jetzt hier noch irgendwelche Steine zutage befördert werden beim Flügen, dann ist das nicht schlimm. Dann fahre ich da später nochmal mit dem Steinsammler drüber. Dann werde ich das alles noch in den Krampe laden, werde das alles irgendwie hier zum Steinbrecher bringen, ne? Also wie das alles gemacht werden muss. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann werde ich meinen Krampe-Anhänger auch verkaufen und dann haben wir da auch wieder ein bisschen Geld drauf. Und dann denke ich, dass wir so spätestens im Januar, Februar unsere Biogasanlage erweitern können und dann vollumfänglich nutzen können. Ich hoffe, dass ihr irgendwelche Tipps für mich habt, woran das liegen könnte mit den Ballenproblemen, also dass ich da die Ballen nicht mehr abladen kann. Das ist nämlich unglaublich nervig, verlangsamt die ganze Arbeit hier total und macht auch manches unmöglich und ist einfach unglaublich nervig. Insofern wäre ich euch da super dankbar, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, lasst mich das gerne wissen. Ja, und ich würde sagen, ich ziehe mal jetzt meine Bahn hier. Ist nur die Frage... Ah doch, ich glaube, das passt. So. Ich glaube, das passt sogar. So, und dann würde ich sagen, runter. Ne? Mit dem Flug und dann geht das weiter. Kommt der gut? Ne, der kommt nicht so gut. Ne, dann werde ich es, glaube ich, anders machen. Ich hatte die Hoffnung... Ne, der kommt nicht gut. Dann werde ich es, glaube ich, anders machen. Dann werde ich nämlich jetzt, glaube ich, immer... Dann fahre ich jetzt hier nochmal die Bahn hier vernünftig. So. Und dann werde ich jetzt hier so runter machen. Dann werde ich immer von der einen Seite zur anderen Seite fahren. Das macht es mir dann ein bisschen einfacher. Ich dachte, das sei ein bisschen schöner gelöst. Naja, gut. Dann machen wir es so. Machen wir einmal runter. Und dann fahren wir hier rein. Machen wir es so. So. Perfekt. Das sieht auch hübsch aus. Gut. Dann werde ich hier, wie gesagt, meine Bahn noch schnell ziehen. Dürfte nicht allzu lang dauern, aber oh, so eine halbe Stunde oder sowas wird es wohl dauern. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Kommentare oder Wünsche habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich werde es mir wie immer durchlesen. Ach ja. Und bevor ich es vergesse, ich habe noch eine E-Mail erhalten, dass sich das Safe Game irgendwie nicht so richtig nutzen lässt. Ich weiß, ich habe nicht ganz verstanden, warum nicht.
wenn das bei euch auch so sein sollte, dann gebt mir da gerne nochmal Rückmeldung, dann gucke ich mir das nochmal an. Wie gesagt, ich habe das Problem in der E-Mail nicht so richtig verstanden. Ich habe da nicht so richtig verstanden, woran es da gelegen hat. Aber wenn ihr das irgendwie wisst oder wenn ihr das ähnlich, wenn ihr da ähnliche Probleme habt, dann schreibt mir gerne schnell. Dann werde ich mich darum, wie gesagt, noch einmal kümmern. Gut, ansonsten herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Das soll es soweit für dieses Mal gewesen sein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski.